und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sport macht Spaß, die Kita-Folge. Heute mit Elisa. Hallo. Und mit mir Inga. Wir machen heute weiter und wir sind heute wieder Elefanten. Und dafür brauchen wir noch ein, zwei Sachen. Und zwar brauchen wir entweder ein Handtuch oder ein Kissen. Da könnt ihr mal schauen, was ihr so zu Hause habt. Die sind nämlich später unsere Wackelbretter. Genau, man kann auch eine Decke oder sowas nehmen. Einfach gucken, was ihr da habt. Und wir brauchen heute wieder unsere Elefantenknödel. Die haben wir das letzte Mal ja schon benutzt. Dafür brauchen wir einen Krötenflummi und eine Schnur. Wir müssen mal gucken, ob ihr das schafft. Und zwar müsst ihr die Schnur hier oben einmal festknoten. Also einmal zusammen machen, schön festziehen und am besten einfach nochmal doppelt drüber, damit es auch wirklich gut hält. Mhm. Sehr gut. Sitzt. Dann wissen wir ja, wie wir immer starten. Also einmal schnell die Sachen weglegen. Ja, dass wir Platz haben. So. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann 3, 2, 1 und wir tummeln los. Los geht's. Samstag. Oh, da will ich auch hoch. Durchs ganze Zimmer. Ich dreh mich. Alle machen mit. Oh, ein bisschen schwindelig schon. Wach machen. Inga, ich glaube, ich bin wach. Nicht wahr? Ja, sehr und gut. Fit. Ich auch. Na dann. Würde ich sagen, begrüßen wir uns, oder? Okay. Ihr macht natürlich mit. So, als allererstes machen wir den Wackelpudding. Oh ja. Okay, also einmal alles durchschütteln. Alles richtig wackeln lassen. Füße. Ja. Kopf nach unten. Sehr gut. Ich würde gerne noch den Elefanten. Wir sind ja heute wieder Elefanten. Okay, dann machen wir begrüßen den Elefanten. Die Elefanten. Elefant hat einen Rüssel. Ja, können wir so durch. Großer Rüssel. Und dann schwingen wir mal richtig doll mit unserem Rüssel von der einen auf die andere Seite. Oh. Richtig in die Knie gehen. Kommst du mit deinem Rüssel bis zum Boden? Du kannst auf den Boden. Oh. Okay. Was begrüßen wir noch? Die Vögel, oder? Klar, fehlt ja noch jemand. Alles klar. Dann ganz groß machen. Flügelschläge. Richtig hoch. Bis ganz nach oben. Ja. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr. Noch mehr? Ja. Ein bisschen schneller? Ja, lass uns mal ein bisschen schneller. Und mal hier. Und. Oh! Hi! Hallo! Hallo, Albatros! Schön, na? Dass du da bist. Was hast du uns mitgebracht? Oh. Was begrüßt denn du noch? Hüpfen? Ah, Inga! Klar! Popcorn! Und wir begrüßen uns alle mit Popcorn! Los geht's! Das merkt mich nach dem Toben ganz schön. Ja. Ja, fehlt nur noch eins, würde ich sagen. Ja. Wir begrüßen uns alle zusammen, denn jetzt geht's los. So, wir sind heute eingeladen auf eine Elefantenrennbahn. Und Elefantenrennbahn ist klar, gar nicht mehr viel zu sagen. Wir legen direkt los und laufen los. Ihr lauft natürlich mit. Sehr gut, dann laufen wir los. Ja. Also mein Elefant ist ganz schön dick. Mein Elefant hat vor allem richtig Lust, hier auf der Rennbahn lang zu flitzen. Oh, mein Elefant ist nicht nur dick, der ist auch noch ein bisschen müde und träge. Was? Überholt mich dich mein Elefant jetzt einfach mal. Deiner ist schneller. Ja. Aber jetzt wacht meiner ein bisschen auf und ist ein richtiger Springelefant. Okay. Albatros-Elefant hüpft auch ein bisschen rum.
bin mal gespannt, wie eure Elefanten so aussehen. So, ich würde sagen, sind wir schon an der nächsten Stelle auf unserer Elefantenrennbahn. Und hier, ich sehe überall Pfützen. Oh ja. Da springen wir rein, oder? Ja, klar. Okay. Von Pfütze zu Pfütze, ihr auch. Los geht's. Oh, da sind ganz schön viele. Ich glaube, es hat gestern geregnet. Ich glaube auch. Hui. Das Wasser spritzt so schön, wenn man mit den großen Elefantenfüßen da reinhüpft. Oh, ne? Ja. Richtig doller rein mit dem ganzen Fuß. Platsch. Boah. Oh, wir könnten noch mal mit beiden. Beiden? Ja, dann spritzt richtig doll. Los geht's. Ich seh's. Ihr auch. Das macht auch so ein tolles Geräusch. Schönes Platsch. Oh. Oh. So, ich glaube, wir sind am Wasserloch angekommen. Ja, klar. Da brauchen wir unsere Rüssel. Also wieder Arm ausstrecken und die Nase festhalten. Und dann machen wir den Rüssel ins Wasser, saugen unser Wasser auf und spritzen das hoch. Richtig spritzen, oder? Klar. Kennst du das? Wenn die Elefanten dann das ganze Wasser haben und dann so hoch machen, dass man quasi eine Dusche hat. So nach hinten über die Seite vielleicht. Ich gehe mal ein bisschen nach hier, hier ist noch ein bisschen mehr Wasser. Wir dürfen uns, glaube ich, ruhig weiter bewegen. Ja. Vielleicht, ich glaube, ich spritze auch einfach mal die anderen Elefanten nach. Oh, hier ist noch viel Wasser. Oh, ihr geht auch schön mit runter, saugt ganz viel Wasser auf. So, dann laufen wir einfach weiter, oder? Ja, würde ich sagen. Los geht's. Sehr gut. Ich glaube, mein Elefant hat ganz schön viel getrunken. Der kann nicht mehr so schnell. Ein bisschen, ganz schön viel Wasser im Bauch habe ich auch. Jetzt geht's wieder. Ich glaube, der Albatros-Elefant ist schon ein bisschen müde, ne? Was? Und weil wir jetzt schon so laufen, seht ihr das auch? Oh ja. Ja, Hügel, ne? Da müssen wir jetzt hoch. Das heißt, jetzt müssen wir noch mal einen richtig schönen Antritt machen und damit wir richtig weit den Berg hochkommen, den Hügel. Okay? Okay. Bereit? Ihr auch zu Hause und wir rennen richtig den Hügel hoch. Los geht's! Flitzt richtig den Hügel hoch. Oh, noch ein Stück. Los geht's! Nicht aufhören! Wir sind gleich oben. Ganz schön steil hier. Die letzten Meter noch mal die Füße hoch. Oh, geschafft, wir sind oben. Spürt ihr das? Oh ja. Dieser Wind. Oh, das tut gut hier oben. Ich spüre den in meinen großen Elefantenohren. Oh ja, ich auch. Da wackeln die richtig durch die Gegend. Ja. Können wir ja noch mehr Wind machen mit unseren genau. Ohren. Genau. Guckt mal, ob ihr auch gut mit euren Elefantenohren wackeln könnt. Richtig von vorne nach hinten, ne? Ja. Oh, weißt du was? Ich habe eine Idee. Hier geht's ja jetzt wieder runter. Ja, klar. Dann segeln wir jetzt den Berg runter mit unseren Ohren. Okay. Okay. Und lasst uns runter segeln. Boah, das geht ganz schön weit runter, ne? Ja, wir sind ja auch viel hochgerannt. Das stimmt. Okay. Oh, wir sind unten. Und schaut mal, wo wir gelandet sind. Auf einer so schönen Blumenwiese. Oh oh. Ja, genau. Da müssen wir aber ganz schön vorsichtig sein. Mit unseren dicken Elefantenfüßen. Müssen wir vorsichtig. Hast du eine Blume gefunden, Albatros? Die Blumen schleichen. Damit wir die schönen Blumen hier nicht so platt drücken mit unseren riesen Elefantenfüßen. Ah, hier ist ein Stück Wiese, da kann ich drauf. Ja. Oh, ich gehe auch mal lieber auf meine Elefantenzehenspitzen. Ja. Puh. Das kann ich
so einfach. Die sind ja wirklich schön, aber da sind auch ganz schön viele. Oh. Oh. Vorsichtig. Noch ein paar vorsichtige Schritte. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Oder? Sehr gut, ja. Hier hört die Wiese auf. Puh, geschafft. Oh. Aber siehst du, was hier vor uns ist? Ja. Ganz schön viele Äste. Da müssen wir jetzt drunter durch. Okay, also gehen wir auf alle vier. Und jetzt richtig klein, Albatros, wir machen uns super klein. Müssen wir unter den ganzen Ästen durch. Ja. Ich versuch's sogar mal ohne Hände. Uiuiui. Müssen wir uns ja richtig klein machen, sonst berühren uns die Äste hier oben am Kopf. Zum Glück haben wir ja einen Rüssel, da kann man ein bisschen was zur Seite schieben. Stimmt. Okay, ich glaube, wir sind durch. Oh. Dann noch ein letzter Sprint. Ja, ich sehe das Ziel schon. Okay. Ihr auch? Dann bereit machen geht's. Und wir rennen bis ins Ziel. Los geht's, richtig schnell. Rennt los. Endspurt. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft. Ja. Oh, sehr gut. Dann können wir doch mal klatschen, oder? Das war doch eine super coole Elefantenrennbahn. Wir schütteln uns mal richtig aus. Ja. Ihr auch. Zu Hause schüttelt alles aus, wie vorhin beim Wackelpudding. Und dann atmen wir mal richtig durch. So. Wir können uns mal ein bisschen drehen. Ja. Oh. Geh noch mal was weg. Ja. Oh. Können noch mal durchs Zimmer schütteln. Oh. Puh. Das war ein wildes Rennen. Ja. So. Alle noch mal schnell auswackeln. So. Wir machen nämlich jetzt weiter mit unseren Elefantenwackelkunststücken. Dafür brauchen wir unsere Wackelbretter, also ein Kissen, eine Decke oder sowas. Unsere Elefantenknödel, die wir am Anfang gebastelt haben. Und ganz, ganz viel Platz. Also macht einfach kurz Pause, falls ihr noch nicht alles da habt. Holt alles bereit, dass ihr hier direkt loslegen könnt. Und dann fangen wir gleich zusammen an. So. Also, als allererste Übung und als Kunststück stellen wir uns mit beiden Füßen auf unser Wackelbrett. So. Muss man erstmal ein bisschen balancieren. Ja. Und dann nehmen wir unseren Elefantenknödel und schwingen den erstmal ein bisschen hin und her. Meiner ist ganz schön lang, da muss ich aufpassen, dass der nicht auf den Boden rutscht. Dass unsere Elefantenknödel sich nicht verheddern. Mhm. So viel Platz brauchen wir hier nämlich. Aber ich glaube, ich probiere das mal. Ich mache das mal ein bisschen kürzer. Ich glaube, dann ist das etwas einfacher. Ui. Ich nehme auch mal die andere Hand. Probiert ihr das auch mal aus? Okay, dann probiere ich mal die andere Hand. Also tauschen, mit der ersten kann ich ja noch die Schnur festhalten und dann schwinge ich wieder. Dann wieder ein bisschen verkürzen. Schwingt schön. Tut mir fast ein bisschen schwindelig auf dem Wackelbrett, wenn ich dem schwingenden Elefantenknödel die ganze Zeit hinterher gucke. Ja. Aber ich finde, es ist ein super Einstiegskunststück, dass man sich erstmal hier an das Wackelbrett gewöhnen kann. Ja, das ist sehr gut. Boah, bei euch sieht das ja auch cool aus. Aber beim Albatros geht es auch ganz schön weit hoch. Mhm. Ich versuche es mal ganz hier unten. Aber ohne, dass mein Elefantenknödel den Boden berührt. So,
ich habe euch auch ein Kunststück mitgebracht. Dafür gehen wir jetzt auf ein Bein und nehmen mal das Seil auf die andere Seite. Fangen wir mal so an. Und dann versuchen wir mal, nicht vor dem Körper zu schwingen, sondern neben dem Körper. Aber dabei stehen wir auf einem Bein, auf unserem Wackelbrett. Probiert ihr das auch mal zu Hause aus. Jetzt weiß ich auch, warum das Wackelbrett heißt. Ja, das wackelt ganz schön doll. Und dabei das Schwingen nicht vergessen. Ja. Okay, ich probiere mal nochmal. Also Fuß in die Mitte und schwingen. Oh, cool. Albatros macht den Fuß nach hinten. Das ist eine coole Idee. Da bin ich ein bisschen stabiler. Okay. Guckt ihr mal auch zu Hause, ob ihr den Fuß nach vorne nehmt oder nach hinten. Oh. Sehr gut, Albatros, du wechselst ja sogar hin und ja, her. Ja, ich wollte auch gerade mal den Fuß wechseln. Oh. Und dann können wir auch die Seite wechseln. Oder wir können es auch mal probieren, dass wir das Bein und dann auf der gleichen Seite schwingen. Also den anderen Fuß jetzt? Genau. Und dann aber mit der gleichen Hand wie eben. Okay. Ja, probiert's mal aus. Wir probieren es hier auch aus. Man kann auch gut mit der anderen Hand so ein bisschen ausbalancieren. Oh ja. Ich meine, der Albatros kann das natürlich sehr gut mit seinem Flügel machen. Mhm. Oh, jetzt komme ich rein. Oh. Das schwingt super. Ich schwinge mehr als mein Elefantenknödel, glaube ich. Ich muss nochmal. Ich schwinge nochmal auf der anderen Seite. Aber das Bein bleibt stehen. Okay, Bein bleibt. Das ist fast ein bisschen wackeliger bei mir. Neue Seite. Mhm. Und wenn ihr wollt, könnt ihr zu Hause auch nochmal den Elefantenknödel ein bisschen kürzer nehmen, wie der Albatros das gerade macht. Uiuiui. Oh, ich merke das auch ganz schön im Fuß. Ich merke das hier im Bein. Oh. Albatros, hast du uns auch ein Kunststück mitgebracht? Also mit beiden Füßen aufs Kissen erstmal. Und den Körper ganz drumherum. Okay, den Elefantenknödel um den Körper. Rundherum. Und dann gehst du noch in die Knie. Okay. Also erstmal um den Körper rum. Da muss man den Elefantenknödel aber deutlich kürzer nehmen, sonst zieht er ja auf dem Boden lang. Oh, das stimmt. Oh, ups. Und richtig schön von der einen Hand in die andere Hand übergeben. Hui. Ups. Mein Elefantenknödel hat sich ein bisschen um meine Beine gewickelt. Ich drehe mal in die andere Richtung. Und damit dann wieder hoch? Ja. Okay. Boah, Albatros, das ist ein super Kunststück. Und nochmal runter. Ja. Und wieder hoch. Okay, also ich habe noch eine Idee. Und zwar machen wir beide Beine erstmal drauf und versuchen, eine 8 zu machen. Okay, also eine 8 heißt einen großen Kreis und auf der anderen Seite auch einen großen Kreis. Okay. Da kann man, glaube ich, auch noch mal ausprobieren, ob man lieber einen langen Elefantenknödel möchte oder einen kürzeren. Probier mal mit einem langen. Ich fange mal kurz an. Oh, das ist auch gar nicht so einfach. Mm-mm. Da probiere ich es auch noch mal ein bisschen kürzer. Oh ja, beim Albatros schwingt das toll. Boah, das sieht ja richtig toll aus. Mhm. Also so hoch machst du das? Ja. Okay. Meine 8 will nicht so recht, aber jetzt.
Und wisst ihr, was wir noch mal ausprobieren könnten, wenn wir uns mal ganz groß machen? Okay. Bis auf die Zehenspitzen, aber auf dem Wackelbrett. Ui. Okay. Und dann und weiter jetzt? Mit der 8. Okay. Dann mache ich meinen lieber ein bisschen kürzer. Ich nehme auch, glaube ich, noch mal beide Hände dafür. Ja. Oh. Schnell wieder raus aufs Wackelbrett und weiter eine 8 malen. Okay. Und wenn man sich so ein bisschen verpendelt, dann hält man am besten einfach noch mal an und startet neu. Ich glaube, wenn man so ein bisschen in die Knie geht und dafür den Körper so ein bisschen gerade hält, dann kann ich so ein bisschen besser ausgleichen. Wie klappt das bei euch? Aber trotzdem auf den Zehenspitzen bleiben, oder? Ja. Okay. Bei mir will die 8 nicht so recht. jetzt. Da muss man einmal so den Schwung reinbekommen. Ja, man muss richtig in Schwung kommen. Oh, ja, Albatros, ich muss auch mal kurz meine Beine ausschütteln. Das war ganz schön anstrengend hier in den Waden auch, ne? Ja. Puh. Aber ein Kunststück habe ich noch dabei. Okay. Das würde ich gerne auch noch ausprobieren mit euch. Und zwar gehen wir wieder rauf auf unser Wackelbrett. Und dieses Mal machen wir aber mal die Augen zu. Okay. Und dann dürfen wir mal probieren, was wir machen. Vielleicht machen wir erst mal Kreise. Aber dabei bleiben die Augen zu. Bereit? Ihr zu Hause auch. Aufs Wackelbrett drauf, Augen zu. Und dann versuchen wir mal Kreise. Dann nehme ich auch lieber wieder meine Hand zur Seite, dass ich ein bisschen ausbalancieren kann. Ja, das ist eine schon gute Idee. Ich weiß ja jetzt gar nicht, ob ich wirklich Kreise mache. Soll ich mal gucken? Ja. Ja. Oh, okay. Du machst das richtig super und der Albatros auch. Okay. Klasse. Ich guck bei dir auch mal. Okay, ich mache meine Augen auch mal wieder zu. Warte, ich versuche noch mal von Anfang. Also. Oh, super, ihr zwei. Ja? Das sind tolle Kreise. Ich mache auch die Augen wieder zu und ich versuche mal in die andere Richtung zu drehen. Das ist ein bisschen rühren wie in einem Kochtopf. Ich nehme mal die andere Hand und mache mal den Elefantenknödel ein bisschen kleiner. Ich habe mir nämlich immer ein bisschen hier in den Bauch gehauen. Ja, auch noch mal ein bisschen unterschiedliche Sachen ausprobieren. Egal, ob im Kreis oder irgendeine andere Übung, die einem einfällt. Das ist aber ein lustiges Gefühl, wenn man nichts sieht. Ja, ne? So auf dem Wackelbrett. Ich schwinge noch mal zur Seite. So. Oh. Ganz schön hell, wenn man die Augen wieder aufmacht. Ja. Ja. So. Du gehst schon, Albatros? Oh, Albatros. Okay. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank für deine Kunststücke. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich muss mich erstmal ein bisschen ausschütteln hier. Ja, boah, ich habe richtig gemerkt, wie meine Beine und Waden und Füße gearbeitet haben. Ich hoffe, ihr habt das auch richtig gespürt. Ja. Die sind jetzt richtig wackelig. Ihr habt euch auf jeden Fall jetzt eine Pause verdient. Deswegen könnt ihr euch einfach hinsetzen. Wir zeigen euch jetzt nämlich unser Wochenendspiel. Und zwar das Luftballon-Popcorn-Spiel. Elisa, holst du mir einen Luftballon? Na klar. Und zwar brauchen wir dafür auch unsere Krötenflummis. Wir können einfach die Schnur da einmal drumherum wickeln. Okay. Und den Luftballon legen wir einfach irgendwo in die Mitte. Alles andere kann liegen bleiben. Ja. So, dann stelle ich mich auf mein Wackelbrett. Und Elisa, ich werfe gleich meinen Krötenflummi auf das Luftballon-Popcorn. Und dann springt das hoch und du versuchst es zu fangen, okay? Klar, ist ja Popcorn. Also, erstmal. Oh. Ah, das war nur ein bisschen. Achtung, Flöten. Vielleicht auch. Flöten. Krötenflummi kommt zurück. Mach's mal ein bisschen näher dran, das ist auch schon ganz schön schwierig. Sonst, du kannst ja auch ja, du einen Schritt musst ja näher auf deinem kommen. Wackelbrett auch bleiben, ne? Genau. Okay. Also,
Und gesprungen. Gefangen. Sehr gut. Ein Zoomer? Ja, klar. Ich habe ja auch schon meinen Krötenflummi vorbereitet. Soweit? Ja, uff. Ich rutsche mal ein bisschen ran. Okay. Also. Und du hast gesagt, richtig drauf, ne? Okay. Ja, versuch mal. Oh. Das war ganz schön schnell. Mhm. So schnell bin ich nicht. Aber wir probieren das einfach nochmal. Ja. So, okay. Und. Oh, das ist hochgekommen. Der war richtig gut. Mhm. Nochmal? Ja. Sehr gut. So. Okay, richtig. Am besten von oben drauf. Ha, trotzdem gefangen. Super. Noch einmal mit dem Fuß hochgespielt. Okay. Magst du noch mal? Ja, ich möchte auch noch einmal. Ja. Oh, muss ich erst mal. Aber du hast ja gleich zwei Krötenflummis mitgenommen. Genau, also auf den Ball zielen und... Ja, ich habe fast den Krötenflummi dafür gefangen. Das sieht ja auch wie Popcorn wieder. Ja, das stimmt. Also, mach mal drauf. Okay, richtig drauf und ich fange. Ja, zack. Sehr gut. Sehr gut. So. Das klappt ja schon ganz gut und das macht ja auch super Spaß zu zweit. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt vielleicht mal alleine spielen oder so, dann könnt ihr euch einfach eine Kiste nehmen. Die könnt ihr dann mal irgendwo in eurem Zimmer platzieren. Guckt ihr mal, wo Platz ist. Und dann könnt ihr nämlich versuchen, anstatt dass ein Partner oder eine Partnerin das Popcorn fängt, versucht ihr einfach, die Kiste zu treffen mit eurem Popcorn. Also das Popcorn muss in die Kiste rein. Okay. Ich glaube, ich fange mal von hier hinten einfach an. Wollen wir mit einem? Machen wir mit einem Popcorn oder? Wir können auch mal. Popcorn schmeckt ja immer gut, wenn es ganz viel ist. Deswegen probieren wir es mit viel. Erstmal muss ich ein Stück näher rankommen. Okay. Oh, das war fast die falsche Richtung. Ich nehme das Popcorn hier. Ich nehme einfach hier. Oh. Sehr gut. Also, in die Richtung. Okay, ich versuche es mal von hier. Oh, mein Popcorn bewegt sich noch. Oh. Oh, ganz schön nah dran ja, schon. Ja, das stimmt. Okay, dann versuche ich hier nochmal. Oh, jetzt muss ich am besten von hier. Oh, hoffentlich kriege ich das jetzt in die Kiste rein. Schön hoch, ne? Das ist gar nicht so einfach. Richtig hochpoppen. Ah, gegen die Kiste. Okay, ich probiere es mal. Ah, fast. Auch dagegen. Ist ja gar kein einfaches Spiel heute, was wir uns hier ausgedacht haben. Egal, hast du es gesehen? Sehr gut. Der ist drin. Klasse. Oh, ich habe gedacht, das klappt nie. Ich freue mich richtig, dass das geklappt hat. Okay. Oh. Ich will das auf jeden Fall gleich auch noch mal schaffen. Ja, unbedingt. Aber ihr könnt das ja auch noch das ganze Wochenende lang ausprobieren. Ja, probiert es aus. Das macht richtig Spaß, wenn der da drinnen landet. Und ich will gleich weiterspielen. Ich auch. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.